Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Immer 30 Minuten. Wir hatten eben eine heiße Verfolgungsjagd hinter uns. Und jetzt schauen wir erstmal, was wir hier noch upgraden können. Einen Fertigkeitenpunkt haben wir bekommen. Erhöht die maximale Menge an Tarnenergie. Ja, Stufe 13 am Freitag, den 13. erreicht. Das passt natürlich sehr, sehr gut. Wie die Faust aufs Auge. So. Das können wir nicht auswählen. Ja, mehr Tarnenergie ist auf jeden Fall sinnvoll. Netzkokonbombe. Oh, das hört sich auch interessant an. Unsichtbarer Schlag. Kostet keine Tarnenergie. Oh, mehr Schaden. Ja, den werde ich als nächstes nehmen. So. Ich wollte nochmal bei den Anzügen gucken. Ich nehme mal jetzt einen anderen. Aktivitätsmarken fehlen uns. Immer wieder den klassischen. So, was sagt denn hier die App? Towers? Ah, der Taubenmann. Pete hat mir von ihm erzählt. Mal sehen, was es gibt. Und mach mal wieder ein paar kleine Nebenaktivitäten. Nach der ganzen Story-Action von eben. Da ist Towers. Hey Howard, ich bin der andere Spider-Man. Okay, der hat keine Stimme. Ich kann sie aufspüren. Hast du etwas ihm gehört? Also, wir müssen Tauben suchen. Perfekt. Okay, ich komme wieder. In Oh, einem hey, du anderen hast deine von Nebenspiel Haus muss ich eine Katze finden. Howard-Protokoll aktiviert. Und soweit ich weiß, Howard-Protokoll? muss ich das wohl Willkommen mehrmals zu machen. Tauben-Infos. Sie erhalten jeden Tag spannende Fakten zu Tauben. Oh, nein, nein, nein. Abmelden. Anmeldung bestätigt. Ein zweiter Schlag. Die Spuren verlaufen in drei Richtungen. Ich sollte allen folgen. Fang mal rechts an. Vielleicht habe ich Glück. Ein frischer Tatort. Wohl ein Einbruch. Hallo Officer. Was ist passiert? Kann ich helfen? Die haben alle keine Stimme. Was ist denn da los? Vielleicht liegt es an der Mission. Ich sehe es mir an. Vielleicht habe ich mehr Glück. Oh, ich muss gehen. Schwingen oder so. Oh, ich habe die Taube gefunden. Diese Vögel sind schnell. Was fressen die? Kaffee? Zucker? Flugzeugbenzin? Hier kommt Taubenfakt Nummer 1. Wie geht das aus? Schon gewusst? Wissenschaftler Nikola Tesla. Hab dich. Hab sie. Hey Howard, ich hab eine. Die ist ganz schön munter. War sicher Peggy, die hat Pep. Sie findet den Weg zurück, Spider-Man. Zeig ihr nur die Richtung. Mach ich. Okay. Ich sollte zurück zum Schlag und die anderen Vögel verfolgen. Ach, das waren mehrere. Ich dachte, das war nur eine. So. Dann nehmen wir mal den mittleren Strahl. Den gesunden Mittelstrahl. Taube. Sie hat eine Nachricht. Nein, Vögelchen! Taubenfakt 2. Der Glaube an die... Da! Hab sie! Halt still!
Okay, was steht da? Planänderung. Es geht jetzt los. Okay. Hey Howard, was auch immer Sie über deine Tauben geplant haben, Sie wollen jetzt loslegen. Wenn es Ihnen um schnellere Kommunikation geht, könnte ich mir leichtere Methoden vorstellen. Du hast wohl recht. Ich werde weitersuchen. Ich melde mich. Eine noch. Das ist deutlich komplizierter, als ich dachte. Liquid sagt gerade, das will der Arzt auch immer. Er will von dir einen gesunden Mittelstrahl oder gesunde Tauben. So, letzter. Zu was für einem Arzt gehst du, der das von dir verlangt? Die Taubendiebe. Wow. Direkt mal gegrillt. Einer hat was verloren. Okay. Auf dem Dach vom Daily Bugle. Ach, Blasenentzündung, okay. Alles klar. Morgen Abend, Dach, sei da. Dann weiß ich, was du meinst. So, dann schauen wir mal beim Daily Bugle vorbei, würde ich sagen. Hey, Taube! Halt! Oh. Taubenpack 3 im Anflug. Ich muss zugeben, langsam freue ich mich drauf. Peter Parker mochte Tauben überhaupt nicht, bis er Howard traf. Manchmal weiß man etwas erst dann zu schätzen, wenn man es mit den Augen eines Freundes sieht. Hab sie! Bingo! Howard, ich hab alle Tauben. Leider setzt deine Gang sie als Boten ein, um Einbrüche zu planen. Oh nein. Hast du bitte auch gute Nachrichten? Wenigstens hat Howard seine Stimme wieder. Sein werden. Beim Bugle. Ich muss sie erledigen und deine Tauben retten. Klasse. Die Bienen sind das, Spider-Man. Zeit, einen Einbruch beim Daily Bugle zu verhindern. MJ wäre stolz. Da sind sie alle. Die Tauben waren fleißig. Hm. Ach was, mitten rein. Tja, blöd gelaufen. Ich hab Federn. Das klang deutlich weniger cool, als ich dachte. Wenn es einen Kreativitätspreis für Verbrechen gibt, gehört er euch. Effektiv? Nein. Aber definitiv kreativ. Das war cool. Auf jeden Fall ist Taubenretten sehr heroisch. Diese Taubendiebe sind jetzt Geschichte. Es gibt nichts mehr zu befürchten. Reife Leistung. Jetzt müssen meine Vögel nur noch lernen, sich bessere Freunde zu suchen. Tja, wenn ihr mich nochmal braucht, meldet euch über die App. Hat mich gefreut, Howard. Ebenfalls, Spider-Man. Hey, Neffe. Hilf mich bei den Docs in Hell's Kitchen. Ich komme. Was mache ich denn jetzt mit Finn? Nochmal mit ihr reden? Wir könnten uns treffen. Im Science Center oder in der Trinity Church. Nein, sie weiß, dass ich sie belogen habe. Das wird nichts.
Anzüge und Modifikatoren. Schauen wir gerade mal. Weil ich den ja auch irgendwie schon ganz cool finde, ne? Den mit der Tarnhose mag ich gar nicht. Das ist der animierte Anzug. Der ist eigentlich auch ganz schön. Sieht halt immer aus wie eine Comicfigur. Das gab es im ersten Teil auch von dem Peter Parker. Das ist mit der College-Jacke. Anzug mit Kapuze finde ich irgendwie strange. Der sieht abgefahren aus. Der hat ein bisschen was von hier Batman-mäßig irgendwie so. Aus der Zukunft, da gab es auch noch einen. Hier der. Oder? Nee, warte mal, gab es nicht einen, der so ein bisschen angehaucht war mit Zukunft? Ende? Ende? Programmierbare Materie, hört sich auch krass an. Der Katzenanzug. Da muss ich die Katzenfreunde abschließen. Genau, den Anzug wollte ich auf jeden Fall noch freispielen. Du magst das mit der Kapuze? Den hier? Oder den hier? Ich glaube, bei dem ersten trägt er auch eine Kapuze. Das rote. Das rote ist das hier. Zu normal. Ach, das andere, das erste, ja. Na gut, komm, wir nehmen das mal. So. Dann gucke ich mal, ob ich hier die Katzenfreunde schon als Nebenmission irgendwo drin habe. Scheine ich aber noch nicht drin zu haben. Oder ich muss auf der Karte mal gucken, ob ich es finde. Das müsste dann hellblau sein. Sieht aber nicht danach aus. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier. Ah, wir könnten die Herausforderung mal probieren. Das machen wir jetzt mal. Hey Mann, schön, dass du die App benutzt. Die Leute scheinen mittlerweile drauf anzuspringen. Überrascht mich kein bisschen. Du hast das eben einfach drauf. Da ist ein Verbrechen. Das sollten wir erstmal machen. Mit dem Helikopter stimmt doch was nicht. Du musst landen. Geht nicht! Jemand blockiert die Steuerung! Die Hacker sind hier, hier und hier. Okay. Gut, dann weiter mit dem Transmitter. Nummer 1, noch 2. Das war nix. Gitter im Weg. Au. Na, ich will da hoch. Ich will den Sprungtritt machen, dass ich meine Erfolge krieg. Komm schon. Zwei Schwungtritte. Okay, dann jetzt weiter mit dem Transmitter. Signal wird schwach. Noch einer. So, letzter. Hey, geht's dir gut da oben? Oh. Ich habe immer noch keine Kontrolle, aber es wird besser.
Crossbow. Okay, Erfolge habe ich schon mal. Das ist schon mal gut. Nein. So, den hatten wir auch. Und fertig. Offenbar verzieht sich Roxxon ebenfalls. Du hast geholfen. Ich lass dich gehen. Danke. Ich habe unendlich Netze, ja. Das ist nicht limitiert. Aber immerhin kommt er nicht in ein Buch. Beziehungsweise hier bei den Spezialnetzschießern, die sind limitiert. Aber das normale Standardnetz ist nicht limitiert. Da ist Spider-Man schon ein Stück weiter. Ist nicht mehr so wie früher, dass er ständig die Netzpatronen austauschen muss. Bei ihm ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass seine Netzwerfer kaputt gehen. Spider-Man verfolgt Schurken durch die Stadt. Sachschäden in Millionenhöhe. Wir ermitteln noch immer die Kosten von Rhinos Amoklauf. Und dann das mit der Brücke. Und jetzt will der Junior-Missetäter wohl den Hattrick mit seinem neuesten, besten Feind. Tinkerer. Die sollten sich ein Zimmer suchen. Am besten eine Knastzelle. Und die... Ja, JJ. Diese Herausforderung wird dir alles abverlangen. Geh zur Markierung, um loszulegen. Volle Pulle. Also los. Okay. Manchmal muss man sich einfach fallen lassen. Und jetzt fliegt los. Oh Mann, das war krass. Nichts geht über einen guten Netzschuh. Außer vielleicht gegen all Naturgesetzen ein Haus hochzusprengen. Kommt ziemlich nah an. Oh Mann, ich schaff das. Ich schaff das. Wohin, wohin, wohin? Erst an der Wand laufen. Lauf an der Wand, um weder deine Richtung noch Tempo zu verlieren. Ah, fuck. Ich liebe sie. Alter. Gleich geschafft. Komm schon, fast da. Sag Mais, ich sag unglaublich, Mais, unglaublich, Mais, unglaublich. Konzentrier dich, dann kannst du nach der Landung sofort wieder abheben. Hm. Du wirst quasi zu einem menschlichen Blumi. Ich glaube, ich versuch's nochmal. Schnelle Erholung, nicht schlecht. Wenn er mich lässt, lässt er mich. Ich will's nochmal machen. Ich hätte auch wiederholen dürfen müssen, ja. Ja, dann wird der neue Anzug durchgeschwitzt, so ist das leider. Luftbremse, okay. Weißt du, was wirklich toller Netzring ist? Es verbindet einen mit der Stadt. Spring von einem Gebäude zum, lass dich fallen, wirf ein Netz und bam. Schwingst du dich von einer Feuerleiter einer East 7. Diese Feuerleiter stammt aus den 20ern. Wurde in den 80ern renoviert, in den 90ern neu lackiert. Lauf, 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 so lauf, lauf. Das ist wunderschön. So wunderschön. Hey, das war gut. Pete ist ein Poet. Nein, 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 nein. Hoch, 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 hoch. Ja, wenigstens der zweite Platz. Das ist okay. Damit gebe ich mich zufrieden. So. Was haben wir noch? Oh, das kann ich sogar Geisel. Kommende Sträflinge sind die Bösen. Nicht gut.
Laden wird überfallen. Verdammt, wir hätten aus der Stadt fliehen sollen. Für euch geht's wieder zurück zu euren Freunden auf der Insel. Du kannst nirgendwo hin, Spider-Man. Geh ja erst auf, wenn... Fertig. Hoffentlich sind nicht noch mehr unterwegs. Du passt wirklich auf uns auf. Mir ist es egal, was Jameson und diese Idioten sagen. Die Polizei ist bald hier. Also sollte ich verschwinden. Ja, geht schon gut ab mit dem. In kleinen Räumen habe ich keine Probleme. Kleinunternehmer sind das Rückgrat Amerikas. Und niemand liebt sie mehr als J. Jonah Jameson. Aber sie haben auch einen Feind. Spider-Man. Offenbar unterbricht er ihre Lieferketten in Harlem. Dazu haben wir einen Gast. Die Inhaberin des örtlichen Restaurants, Pana Fuerte. Bienvenidos, Camilla. Finn, Roxxon, der Underground, das ist ziemlich viel auf einmal. Du bist 17, gestresst und du bist ein Superheld. Du musst dich auch mal entspannen. Bist du denn noch Beats? Nicht besonders oft seit... Nee, ist das dein Onkel tatsächlich sogar? Work-Life-Balance, Kleiner. Das Allerwichtigste. Hier. Ein kleines Projekt von früher, von deinem Dad und mir. Unser Mixtape. Die Texte waren auch schon fertig. Warum erfahre ich das erst jetzt? Weil es nie fertig geworden ist. Wir haben Straßenlärm gesampelt. Die Stadt sollte den Beat vorgeben. Aber dein Dad hatte die Master. Und dann, nach unserem Riesenkrach... Aber du kannst es fertigstellen. Und es macht deinen Kopf frei. Ja. Ja. Okay, was muss ich tun? Lad das mal. Ich erklär's dir. Ich hab Hologramme als Hilfe erstellt. Scanne die Quelle. Hologramme, hä? Klaust du meine Moves? Okay, nicht an Finn denken. An Sounds denken. Den Kopf freikriegen. Scanne die Hologramme. Das schaltet Dateien auf dem Stick von mir frei. Damit kannst du rausfinden, nach welchem Sound du suchst. Jetzt such den Originalsound und hol dir eine saubere Aufnahme. Guter Sound, aber zu gedämpft. Du brauchst freie Sicht. Ah, ich glaube, ich hab's gefunden. Gut abgestimmt, so ist es perfekt. Also, ja, das ist es. Okay. Wir suchen Musik für unseren Onkel. Die anderen Sounds für dich sind geteilt. Da sind auch Nachrichten für dich, damit du ein Gefühl für die Orte kriegst. Oh, klasse. Okay. Nicht jetzt. Hey, was Gutes gefunden? Ja, wirklich interessante Dynamik. Siehst du? Der Opa kennt sich noch aus. Und es macht doch tatsächlich meinen Kopf frei. Ich weiß jetzt, was ich tun muss. Ich muss versuchen, Finn das Ganze auszureden. Persönlich? So. Trinity Church. Morgen Abend. Wieso fragst du? Ich frage, weil du eine wandernde Zielscheibe bist. Du musst mich nicht beschützen. Anflug sicher. Ist wohl nötig. Weißt du, du hast gesagt, dass das Tape nie fertig wurde, weil du dich mit meinem Dad verkracht hast.
Was ist eigentlich damals passiert? Es war kompliziert. Wir waren uns zu ähnlich und zu verschieden. Mach das Tape fertig. Sammle alle Samples. Dann erzähle ich dir alles. Versprochen. Okay, danke. Naja, immerhin ist es Winter und es ist kalt. Also es ist schon gut, dass mir was übergezogen hat. Trinity Church. Denkt dran. Tinkerer gehört euch. Den Jungen lasst ihr in Ruhe. Oh je. Das gibt Ärger. Gut, ich war fertig. Okay, ich rufe Finn an, sobald ich startbereit bin. Mams Zimmer sieht langsam wie Mams Zimmer aus. Das Bad ist ein bisschen klein für drei, mit mir, Mom und Genki. Ohne Raytracing, ja? Und trotzdem haben wir ein Spiegelbild. Das ist immer das, was mich im Spielen genervt hat. Du bist in irgendeine Toilette oder so gekommen und hast dein eigenes Spiegelbild nicht gesehen. Musik wäre jetzt schön. Ach nee, das ist nur die Musikstücke vom... nicht oft genug hören. Vom Weihnachtsfest. Da ist nichts Neues dabei, oder? Nee. Ich hätte bei Abuelas Tanzstunden besser aufpassen sollen. Christmas, ja, die hatte ich da an dem Weihnachtsfest laufen, wo die Mutter, sein Kumpel und die Freundin Finn da war. Das ist die zweite Folge, die ist jetzt auch auf YouTube hochgeladen. Die Brücke hat Mom nicht ausgebremst. Wenn ich nicht aufpasse, wird Genki noch Mams rechte Hand. Zeig mir vorher. Ganz schön, die Wohnung mal für sich zu haben. Komisch, sich Mom als Kind vorzustellen. Mom rockt das. Sie kann gar nicht verlieren. Mom? Genki? Jemand zu Hause? Anscheinend nicht. Endlich mal geschlafen. So, neue Aktivitäten verfügbar. Oh, das ist gar nicht so weit weg. Genki sagt, eine Straßenkünstlerin namens Hayley hat einen Hinweis zu den Störenden. Oh, wir haben schon wieder einen Fähigkeitenpunkt. Spider-Man, hi! Jetzt kann die Party starten! Hey, bist du Hayley? Und ja, die redet tatsächlich wirklich nicht. Ich liebe diesen Song. Sie kann ja über die App darum bitten. Hey Spider-Man, willst du tanzen? Genki sagte, du weißt etwas über die Störenfriede in Halle. Mach Party mit uns, Spider-Man. Du hast sie verfolgt? Das war gefährlich. Und mutig. Richtig, gleich ist wieder die halbe Stunde rum. Ich werde versuchen, sie auszuschalten. Hätte ich doch mein Spider-Man-Kostüm angezogen. Hey Mann, zeig uns deine Moves! Ja, dann beende ich jetzt die Folge und wir sehen im nächsten, wie es im Versandzentrum weitergeht. Bis dann, ciao, ciao.